Ja, eine ganz herzliche Willkommen, meine Damen und Herren und meine Geschwister im Glauben, ich heiße Hope. Das ist Burning Bush, die Vorbereitung der Braut Jesu, Braut Christi. Wie vorhin, von meinem vorherigen Video, wo ich stehen geblieben bin, ich habe da auf 1. Mose 17, Vers 1, wo der Herr über die Vollkommenheit, was der Herr seine Braut verlangt. Er sagt, wenn wir wiedergeboren sind, wir können nicht so ewig Kinder bleiben, wir sollen Erwachsene werden. Wie jede Mutter, jede Eltern, wenn man Kinder hat, man möchte auch, dass ein Kind auch in der Wachstum hinein beginnt, im Wachstum. Die Erwartungen, was die Ärzte, Kinderarzt, die Eltern erwarten von meinem Kind, der normale Entwicklungsprozess, dass das auch vorangeht. Genauso der Herr möchte, dass wir auch entwickelt werden, dass wir den Prozess, was er für uns, bevor als wir wiedergeboren sind, dass wir da weiter wachsen, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht so auf einem Stillstand bleiben, weil der Herr, wenn wir Stillstand sind, wir können den Herr, wir sind ihm nicht nutzbar. Wir sind ihm nicht nützlich, wir sind da unnutzbar, sind wir wiedergeboren, aber wir können für den Herrn nicht tun. So der Herr, der Herr Jesus, warum er kam, er gab sich, er hat gelebt, er war Prozess über Prozess bis zum Schluss, wo er sich am Kreuz gab. Er möchte, dass wir auch wachsen. Er möchte, dass wir auch in die Stufe kommen, wo wir gebrauchbar sind, wo wir nützlich sind. So, in dieser Vorbereitung braucht Jesus, der Herr verlangt, dass wir eine reine Braut werden, dass wir gereinigt werden, nützlich werden für ihn, für seinen Gebrauch. Und dann, ich möchte sehen, da, wie ich auch da vorhin erwähnt habe, in dem vorherigen Video, wo ich gesagt habe, der Herr in Matthäus Kapitel 5, Vers 48, der Herr, Gott sagt da, er ist Gott, so der Vater, weil euer Vater vollkommen ist, ihr Vater im Himmel ist vollkommen, so seid auch ihr vollkommen. So, und diese Vollkommenheit zu sein, ist ein Prozess. Ne? Das ist diese Prozesse, wo man eine wahre Braut Christi sein kann. Es reicht nicht alleine, wenn man nur, ja, ich bin wiedergeboren, Halleluja, ich gehe in den Himmel, nein. Gott hat eine Berufung für dich auf dieser Erde. Gott möchte, dass auch Leute gewinnen. Gott möchte dich nutzen, dich da in manchen Stellen nutzen. Aber wenn du nicht bereit bist, wenn du auf dieser Babystufe bist, wo du nur noch Milch trinkst, du bist ja nicht nützlich. So, als eine Braut zu sein, wenn jemand verheiratet ist oder auf den Altar, auf den Weg zu Altar geht, was wir sehen, der Herr Jesus hat von unserer Mitgift bezahlt mit seinem Blut. Und er wartet auch was von uns. Er hat sein Blut, sein Leben für uns bezahlt, für unsere Sünden. So, ist eine Investition. Gott erwartet von uns was. Diese Zahlung ist nicht kostenlos. Er erwartet, dass wir genug, erwachsen genug sein, sind und Leute auch für ihn in seinen Dienst, das Reich, sein Vaterreich, auch da Früchte zu bringen, andere Leute zu gewinnen und uns vorzubereiten wie eine Ehefrau, die verheiratet ist oder die zum Altar geht. Er bereitet sie vor. Er nimmt sich Zeit für diesen großen Hochzeittag vorzubereiten. So, das ist, was wir hier tun. Und diese Hochzeitstag oder mal teilzunehmen, wir müssen vollkommen sein. Und wie können wir diese Vollkommenheit haben? Ich möchte jetzt mal Matthäus 5, 48, da steht, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist im Neuen Testament, ne? Der Gott verlangt, dass wir vollkommen werden, weil Gott im Himmel vollkommen ist. So, das ist nicht Alten Testament, ist Neue. Die viele, die sagen, ja, wir können nicht in der Sünde leben. Nein, darüber, und die Bibel sagt uns in der Römerbrief, in Kapitel 6, Vers 14, dass Sünde soll keine Macht über uns haben. Darf keine Macht über uns haben. Sünde soll keine Macht über uns haben. Warum? Wir leben nicht unter dem Gesetz, sondern wir leben unter der Gnade. Und die Gnade befähigt uns, ein gereinigtes Leben zu führen, ein geheiligtes Leben zu führen, ein vollkommenes Leben zu führen. Wie eine Braut zu sein, die der Herr Jesus später zum Empfang nehmen wird.
Aber viele von uns sind nicht vorbereitet. Und das, was ich ja tue. Ich möchte nochmal, dass wir da in 1. Mose Kapitel 17, Vers 1. 1. Mose Kapitel 17, Vers 1. Das gleiche da, was, wo ich vorhin erwähnt habe, war Matthäus 5, Vers 48. War der Herr, sagt, unser Vater im Himmel ist vollkommen, wir sollen auch vollkommen sein. Ist Neue Testament, nicht Alten. So, ich gehe mal jetzt 1. Mose Kapitel 17, Vers 1 und 2. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Und 2. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und war dich und will dich über alle Massen mehren. So. Der Bund, der Herr Jesus hat uns durch den Bund, das Blut Jesu, wir sind im Bund mit ihm, mit seinem Blut, was er für uns vergoss. Aber es gibt noch keine, eine Hochzeit, die für uns alle erwarten. Wo der Herr möchte, dass wir an dieser Hochzeit mal Anteil zu nehmen, müssen wir rein sein. Wir müssen vollkommen und rein sein. Und das, was der Herr verlangt. Bevor Gott dann mit Abraham einen Bund eingegangen ist, er sagt, die erste Voraussetzung, du musst vor mir untadelig wandeln. Das ist auch, untadelig bedeutet auch vollkommen. Genau Gott forderte das auf einem Alten Testament, einem Mann, wo im Alten Testament, dass er an Abraham, wo Gott sagt, das ist ein Freund. Gott erwartet das von uns in dem Neuen Testament, dass wir vollkommen sein müssen. Müssen, nicht wahr? Weil unser Vater, in dem wir sagen, dass unser Vater ist vollkommen, wir müssen, wir sollen auch vollkommen sein. So, ich möchte noch mal jetzt wie können wir die Vollkommenheit haben? Ne? Er sagt, wir sollen mal vor ihm perfekt und vollkommen sein. Wie können wir das? Da, ich wiederhole noch mal die 2. Timotheus 2, vom 19 bis 21. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt diese Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Das ist Neue Testament, nicht Alten, Neue Testament. Wer den Namen von Jesus, der sagt, die Siege Gottes bestehen und trägt diese Siege. Der Herr, Gott weiß, wer die Leute, die wirklich seinem sind. Und sagt, wenn du den Namen Jesus Christus nennst, du sollst von Ungerechtigkeit dich da abwenden. Die Gnade Jesu, ich sage, Jesus ist die Gnade. Ja, ich sage, der die Gnade gibt. Er sagt, wenn dir was fehlt, frag Gott um Gnade. Er wird dir eine befähigende Gnade geben. Und so zu wandeln, wie Gott will. Aber wenn wir sagen, voraussagen, nee, das schaffen wir nicht. Wir sind da, von dieser Braut Jesus zu sein. Wir sind da raus, haben wir uns selber rausgenommen. Wir haben uns da selber rausgenommen. Gott möchte, dass wir alle in den himmlischen Weg schaffen. Als eine Braut an diesem Abendmahl teilzunehmen. Wie diese Jungfrauen, die 10 Jungfrauen. 5 waren weise, 5 waren natürlich. Das ist Matthäus 25, vom 1 bis 13. Da waren alle Jungfrauen. Wie wir sind geistliche Jungfrau von dem Herrn. Wir sind eine Braut, die da zum Altar geführt werden. Warte, der Herr Jesus wartet vor dem Altar auf uns. Aber da, bevor wir ihn da begegnen können vor dem Altar, müssen wir rein sein. Die Vorbereitung, das, was ich ja mache, wie können wir uns diese Vorbereitung da tätigen? Ich lese noch mal 2. Timotheus 2,20. Und denn in einem großen Haus gibt es nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die eine zum Ehre, die andere aber zum Unehre. So, in Gottes Haus, es gibt verschiedene Menschen. Egal, wie du da gebrochen bist, du bist willkommen. Nimm den Herrn, sobald du den Herrn Jesus angenommen hast, du bist willkommen, der Jesus, dann was in der Vergangenheit ist gereinigt. Komm, aber bleib nicht so, wo du gekommen bist. Bleib nicht so, deine Sünde, wenn du kommst um Gott und Vergebung, von ganzem Herzen ihm bittest um Vergebung. Und Jesus Christus annimmt, du wirst vergeben. Aber solange, wenn du den Herrn Jesus als dein Herr und der Retter annimmst,
du wirst gerettet. Und dass Jesus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz gegangen, du wirst gerettet. Aber solange du Jesus, der Herr, als dein Herr nimmst, du musst dich auch unterordnen. Und der muss der Herr über dein Leben sein. Der Herr ist ein Herrscher, der wird über dich herrschen. So, als ein Braut Jesus zu sein und Gott von ganzem Herzen zu lieben, ganzem Herzen, Seele, Denken und Kraft, was eine große Latte ist. Er sagt nochmal, wir sollen vollkommen sein, weil unser himmlischer Vater vollkommen ist. So, wenn Gott daher ist, die erste der Voraussetzung ist Liebe, du musst ihm lieben. Es muss. Wenn du nicht liebst, kannst du dein Leben nicht anvertrauen. Da gehört Vertrauen und diese Liebe. Vertrauen ist eine Tätigkeit. Diese Liebe, Art von Liebe, die in Markus 12, 30 da gemeint wird, ist eine Liebe der Werken. Wo die sagen, viele sagen, nein, wir brauchen nicht tun. Ja, Jesus hat alles getan. Wir brauchen keine Werke tun. Und Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist da, ist wie null, ist sinnlos. Um wiedergeboren zu sein, wir brauchen keine Werke bringen, nicht tun. Ja, Jesus hat für uns getan. Aber wenn wir kommen und nehmen hier Jesus an, als unser Retter, Herr und Retter, wir müssen, die zweite ist, wir müssen ihm übergeben. Wenn du jemanden in der Bundeswehr oder in der Armee, du musst dich unterordnen. So, wenn du Herr Jesus Christus als dein Herr und Retter nimmst, er muss dein Herr über dein Leben, er ist der Herr über dein Leben, musst du denn selbstlos sein. Deine Rechte hast du da, musst du ihm abgeben. Du musst deine Rechte ihm abgeben, dass er auch in dein Leben regieren kann als dein Herr. Und diese Liebe, was er da verlangt, gerecht zu werden, du musst Jesus als dein Herr annehmen. Und auch nicht nur annehmen, nicht nur wörtlich, sondern befolgen und tatsächlich. Wenn Jesus dein Herr ist, du musst deine Rechte abgeben an ihn. Dass er dich führen kann, dass er dich leiten kann. Wie da auch der Herr Jesus sagte, wer mir folgen will, sagt, trage deine Kreuze und folge mir nach. Trage deine Kreuze und folge mir nach. Es ist komplette Übergabe. Du gibst selbstlos. Das ist die Art von Liebe. Erstmal Liebe, du liebst ihn, ist eine Tätigkeit. Es ist keine emotionale, oh, Jesus liebe dich. Nein. Er sagt, wenn du wer mich liebt, sind denen, die meine Worte halten und befolgen. Das sind denen, die ihm lieben. Das ist die Art von Liebe, die da gemeint ist. Genau wie Gott so sehr die Welt liebte. Er gab seinen angeborenen Sohn. Ist eine Tätigkeit. Er hat nicht so geredet, okay, liebe die Welt fertig. Nein, er war in Aktion. Er gab seinen Sohn. Das ist die Art von der Liebe, was Gott vom sagt. Gib dann alles, dann allem zu ihm. Du musst deine Rechte, komplette Übergabe ihm übergeben. Er sagt, du hast einen neuen Herr. Dein Leben gehört dir nicht mehr. So. Ich gehe nochmal, das ist der 2. Timotheus, Kapitel 2, jetzt 21. Ich habe gelesen vor 20, da sagt, in Gottes Haus, das sind verschiedene Menschen, ist egal. Ist egal, wie du gekommen bist. Du bist wie herzlich willkommen. Jesus nimmt dich auf. Aber dann trage deine Kreuz und folge ihm nach. Hier, die 21, wo du deine Kreuz tragen musst. Und dann, wenn nun jemand sich vom solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. So. Wenn du da Gold, silberne, Häusner, Erdener, sag manche zur Ehre, manche zur Unehre. So, wenn du zur Unehre gekommen bist, wenn du vielleicht bist du befleckt, bist du da unrein wegen deines früheres Leben, ich sag, du sollst dich davon reinigen. Wenn du dein Leben, der kommst als Braut, eine Braut Jesu zu sein, du musst dich da erstmal ihm lieben und diese Liebe ist Tätigkeit. Ist mit Tat zu tun. Diese Liebe, wie Gott so sehr die Welt liebt, er gab seinen Sohn. Er war in Aktion, er war keine passive Liebe, nein. Es ist eine Liebe, die in Gang war. Er gab seinen Sohn. Er tat was. So, wenn du den Herr Jesus als seine Braut sein will, die zum Altar kommen will, rein, tadellos, du musst egal welche deine Gefäße du da hast, nimm dir Zeit, dich vorzubereiten, dass du den Altar kommen kannst, rein vor den Bräutigam, Herr Jesus da, vor ihm zu treffen, vor dem Altar.
Er sagt, egal wie unrein deine Gefäße sind. Er sagt, wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß. Wenn du von was auch immer du da hast. Ich weiß, viele Leute in der Gemeinde sind gebunden. Ich weiß das. Ich bin eine Straßenevangelistin. Ich bin auf der Straße. Ich höre einiges. Viele von uns sind gebunden. Viele sind gebunden. Verschiedene Bündnisse. Ich weiß das. Und die gehen von Gemeinde zu Gemeinde. Die bekommen keine Hilfe. Warum? Bevor jemand da helfen kann, jemand anderer helfen kann, frei zu kommen, du selber musst frei sein. Und die Gebundene da frei, im Gebet da frei zu beten. Dass diejenige frei kommt. Wenn du selber gebunden bist, deine Gebete gehen über den Tag, geht nicht da durch. Warum? Du bist gebunden. Wenn du da betest, deine Gebete, der Feind würde gegen dich da stehen, wie da in Zachariah Kapitel 3, wo der Joshua da betete, der Satan widerstehte ihm, weil er sein Gewand unrein war. So, um da zu sein, eine Braut Jesu zu sein, der sagt, reinigt dich. Er sagt, wenn du von meinem Gefäß da gebrauchst, oder wenn nun jemand sie von solcher reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Wenn du zu einem guten Werk, für irgendwer gebrauchbar, vor allem eine große Wirkung kommt, eine wie je noch nie Jesu vorgesehen, man nie jemals gesehen hat auf dieser Erde, kommt. Wenn du ein Teil von dieser Okuda, die Mitwirkende sein will, da reinige deine Gefäße. Dass du nützlich sein kannst für den Herrn. Dass du Gebrauch sein kannst für den Herrn. Kannst für den Herrn. Egal wie du deine Gefäße schmutzig, ist egal. Jesus liebt dich, aber er möchte, dass du da frei kommst. Dass du nützlich für ihn sein kannst. Dass du wenn er sucht, vielleicht an der Stadt, wo auch immer, du wohnst. Die Bibel sagt, oh Gottes Augen, da geht hin und her auf der Erde und sucht. Und sucht. Vielleicht, wenn in deiner Stadt, da gibt es ein Problem oder was, Gott sucht, Gott hat auch Probleme. Er braucht Hilfe in deiner Stadt. Wenn du rein und deine Gefäße rein und nützlich, dann kannst du nützlich für den Herrn sein. Wie bei Esther, die Hochzeit Buch von Esther. Bevor Esther den König heiratet, schau mal, die Frauen, die mussten viele Prozeduren gehen, um den König zu treffen. Das ist die Vorbereitung. Die mussten sie viele Bäder, verschiedene Bäder und Parfüms da annehmen, Aroma da Bäder nehmen. 6 Monate, wo die ganzen Tag lang da hineinlegen mussten, dass diese ganze Aroma in den Körper, da hinein, in den Körper, in den Pollen da hineingehen kann. Und diese Dufte, dass da eins wird mit ihrer Haut. Das ist die Vorbereitung. Und Herr Jesus sagt, wenn du da wirst, so reinigst, dass du da nützlich sein kannst zu jedem guten Werk. Werk zu bereiten. Wie kann man sein? Das ist der erste ist Liebe. Du musst den Herrn. Ist ein Muss. Wenn du den Herrn, du bist freiwillig gekommen, weil Jesus dich liebt. Und du möchtest dein Leben Jesus geben. Hast du gegeben? Du gibst ihm, du nimmst ihm an. Du nimmst sein Leben. Sein Leben kommt in dir, in dein Leben hinein. So, lass ihn, gib ihm Freiraum, dass er wirken kann, dass er dich leiten kann. Denn ab dem Moment, dein Leben bist du nicht mehr der Herr deines Lebens. Dass er sich da, auch dich da leiten kann, dass du zu dieser Freiheit, zu dieser Reinigung kommst. Dass du zu dieser Tadlichkeit kommen kannst, zu dieser Vollkommen kommen kannst. Wenn Gott nicht der Herr in deinem Leben ist, wie kann er dich führen? War der Herr? Wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist, durch den Heiligen Geist, ja, dann kann er dich führen. Sag, mach so. Dann kannst du machen, wie Maria sagte, bei der Hochzeit in Kana, als ihr Wein da so leer war. Er sagte zu denen, die Hochzeitsleute, was auch immer er sagt, mach das. Was auch immer. Herr Jesus sagt, tut es. Dass du auch, wenn du den Heiligen Geist da Zugang lässt in deinem Leben, wann du er ist denn jetzt der Herr über dein Leben? Denn was auf mir sagt, dann sollst du auch tun. Nicht picken und suchen. Das ist das Problem, was wir viele von uns Christen haben. Die Vorbereitung braucht Jesus, ist der Herr Jesus Christus, ihm zu lieben, ohne Hindernisse, ohne du lass ihn frei laufen dein Leben, weil er ist jetzt, sein Leben ist in dein Leben hineingekommen. Er ist der Herr über dich.
in dein Leben, er lebt in dir. Gib ihm freien Raum, dass er wirken kann, dass er dich auch leiten kann und führen kann, dass du auch bestehen kannst, dass du diese Reinigung, in dem Moment, wo du den Herr Jesus da Zugang dein Leben lässt, dann werde er dich da, ab dem Moment werde er dich leiten. Ab dem Moment, wenn er dich leitet, Reinigung beginnt. Was auch immer er sagt, dann tut es. Er sagt, hast du jemand früher, als du nicht Christ war, hast du jemand was gestohlen oder weggenommen oder beleidigt? Der Heilige Geist sagt, geh und bring das zurück. Mach Wiederherstellung. Nur wenn er sagt. Nicht so, manche tun übermütig, oh, ich habe das und das getan. Nein, bitte nicht, da kann der viel Probleme bringen. Wenn du da übermutig, vielleicht hast du gehört, jemand hat Wiederherstellung gemacht, vielleicht was er genommen hat, du machst auch mit. Nein, bitte nicht. Was der Heilige Geist sagt, wenn er das sagt, dann bringst du es zurück. Und sag dann, und dann geh mal und entschuldige dich, das und das hast du getan, bevor du Christ war. Geh mal sofort, nicht warten, sofort. Geh dorthin und sag, bitte tut mir leid, das und das habe ich getan, bitte vergib mir. Und dann, das war's. Reinigung beginnt. Ist ein Prozess. Aber wenn du da wiedergeboren bist und dann sagst, nee, das ist mehr so religiös, das ist mehr so, ja, ich möchte so und so, ich möchte so leben, so Jesus leben, dann bist du auf dich alleine gestellt. Der Heilige Geist bleibt und schau dir zu. Dann kannst du keine Braut Jesu nicht sein. Dann wirst du nicht nützlich sein für die Gebraucht, nützlich für den Herrn. Dann wirst du keine gebrauchliche Gefäße sein. Darum gibt manche Leute in unserer in Christentum, die viele denn da, die Vordermänner, die haben viel Opfer, die müssen viel Opfer bringen und das so sein, wo die sind. Und manche von uns, die neuen Christen, sagen, okay, das falsche Prophet, der hat nicht richtig gemacht. Schau mal, wie der so macht. Der hat so eine Frau, da bla 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 bla. Nicht wissen, warum Gott ausgerechnet diejenigen berufen hat. Die nicht wissen, welche Opfer diejenige da bringen muss, um das so sein und so so tun zu können. Aber der, den Herrn so gehorsam zu sein, will auch nicht selber. Gott ist im Mangel, er sucht Leute. Wir sind Millionen, wenn nicht Billionen von Christen auf dieser Erde. Gott sucht reine Gefäße. Er möchte seine Braut tadellos vollkommen haben an Atta. Diese erste Stelle, der Herr Jesus sagt, wenn du seine Stimme hörst, bitte verschließe dein Herz nicht. Du hast ihn angenommen, das war diese Vorbereitung der Braut Jesu für die Christen, die schon wiedergeboren sind. Das, was diese Videos adressiert, diese Videos adressiert sind. Lass den Heiligen Geist Zugang in dein Leben. Lass ihm Raum. Lass den Geist Gottes dich führen, leiten. Hindere ihn nicht. Wenn du den hinderst, dann er kann dir nicht helfen. Wenn du sagst, oh, jemand sagt, nein, nein, da nicht, das nicht, das nicht, da will ich nicht, da nicht. Was, Heiliger Geist, er bleibt und schaut, dann ist er der Zuschauer in deinem Leben. Obwohl der dein Leiter, dein Begleiter, der Herr Jesus sagt, er wird euch nicht weise nicht zurücklassen. Ich schicke dir einen Begleiter. Und wenn du den Begleiter ständig gegen ihn rebelliert, er kann dir ja nicht helfen. Wenn du gegen den Leiter da oder rebelliert und sagt oder pickt und sucht und sagt, Gottes Wort, vor allem Gottes Wort, sollen wir aufpassen. Was wir sagen, nee, das gefällt mir nicht, das gefällt mir. Da müssen wir, da Gottes Wort ist heilig. Das Wort Gottes, Herr Jesus selber, wie der Johannes 1 sagt. Er ist das Wort, das Fleisch wurde. Jesus ist das Wort Gottes. Und Gott hält auch sein Wort heiliger als seinen Namen. Eine Braut Jesu ist selbstlos. Ist selbstlos. Er tut, wie seine Bräutigam sagt, was der Hochzeitplaner sozusagen, versucht zu erklären. Ein Hochzeitplaner, wenn man jemanden nimmt, der Hochzeitplaner zu sein, er gibt Tipps, so mag so, wenn du da schön haben willst, weil er hat eine Erfahrung, genau wie der Heilige Geist. Er sagt, mag so, tut so, du sagst, nee, da möchtest du nicht. Denn ist der schwarz, denn ist der weiß, nein, eine Frau darf nicht so, das ist eine schwarze Frau, nee, die Schwarzen sind so und so, nein. Bevor jemand den Herrn, oder was ich ja tue, wenn Gott mir das nicht gesagt, ich werde der Letzte sein, der vor YouTube kommen würde, und das zu so tun, nein.
Ich bin gehorsam, möchte gehorsam sein. Ich möchte meinem Vater, meinem himmlischen Vater, gehorsam sein. Darum tue ich das. Der Herr möchte da. Das ist eine kritische Zeit. Wir sehen die ganze Welt, wo die ist so Chaos, die ganze Welt. Schau mal die Wetterumstände. Es ist Chaos durch überall. Zeichen, was die Bibel uns vorgewandt hat. Wie viel mehr sollen wir uns ihr geben, um dann den Herrn zu suchen, nach ihm zu suchen? Von ganzem reines Herz zu suchen. Mit tiefer Reue. Das, was wir auch da, wenn du Christ bist, das tun wirst. Komm mit tiefer Reue, Gott um Vergebung, wo? Um ihm Vergebung zu bitten, wo du falsch gegangen bist. Dass er dich reinigen soll. Bitte Gott um Vergebung. Mit tiefer Reue vor ihm kommen. Und lade den Heiligen Geist ein. Und manche Gemeinden sagen, nee, die wollen nicht mit dem Heiligen Geist nicht befüllt werden. Die wollen keine Heiligen Geist oder Heiligen Geist Feuertaufe. Nein, die wollen nicht. Ohne wie kannst du denn Gottes Wort halten? Das ist das, was der Heilige Geist befähigt uns. Gott, seine Worte, Dinge, was er dem vollkommen zu sein, ist Heiliger Geist. Wenn wir gehorsam sind, das Feuer Gottes verbrennt Dinge in uns, was nicht das gegen Gott, das eine Groll Gott gegenüber ist. Er reinigt und verbrennt das Ganze, dass wir rein können, dass wir rein sind. Da wird es so verbrennen und diese brennen, manchmal das Feuer innen brennt und verbrennt Dinge, was dann nicht sein soll. Bis zu einem Ende, bis in den Tag, Herr Jesus kommen wird. Wenn du sagst, nee, der Heilige Geist nicht, ich möchte den nicht haben, keine Heilige Geist taufen. Wie wirst du Gott denn gefallen? Ein fleischlicher Mensch kann Gott keine Gefallen tun. Wie auch in Römer, glaube ich, 8. Ein fleischlicher, keine Fleisch kann man sagen, ein geistlicher Mensch, da ist er urteilt über alles. Keiner darf ihn urteilen, aber ein fleischlicher Mensch kann Gott keine Gefallen tun, kann Gott nicht gefallen. Bitte, wenn du dieses Video siehst, bitte, tu Buße. Der Herr Jesus möchte, dass seine Braut, gehorsame Braut, er war gehorsam, als er uns erkauft hat am Kreuz. Er möchte auch seine zukünftige Braut, den er zum Abendmahl mitnehmen kann, wird, dass er da gehorsam ist. Das sind unsere Hochzeitkleider, die wir von ihm empfangen, die wir von ihm empfangen sehen haben, während an der Rettung, nachdem wir gebetet haben, im Angenommen. Wir haben da eine Hochzeit, eine Kleider der Aufrichtigkeit und Heiligkeit haben wir empfangen. An den Tag haben wir empfangen von den Herrn. Heilig, eine heilige Kleider. Kleidung der Errettung und der Heiligkeit. Aber denn deine Arbeit ist, diese Kleider rein zu halten, dass da keine Befleckung kommt. Aber du, wie kannst du denn da reinhalten? Ich werde das nächste Video darüber sprechen. Ich bete da dieses Video, dass wer auf immer da hört, bitte, dass wir eine tiefe Reue, Umkehr machen, dass wir zu den Herrn kommen, Buße tun. Die Zeit, wir haben keine Zeit auf unserer Seite. Der Herr ruft uns zur Vorbereitung, zur Heiligung. Eine große Erweckung kommt, eine Ausgießung. Gott möchte, der Heilige Geist, er hieß Gott, die möchte, dass viele Leute da mitwirken können. Aber wenn wir nicht geheiligt sind, wenn wir nicht gereinigt sind, Gefäße nicht rein sind, Gott kann nicht ungereinigte Gefäße nicht kommen. Auch wenn du Christ bist, wenn du da, Gott kann da nicht, bist du nicht gebrauchbar sein. Aber ich lasse mal das, nächste Mal gehe ich weiter, mache ich weiter von hier. Ich bete, dass auch wenn jemand hier, der zuschaut, der den Herrn noch nicht kennt, ich möchte dir bitte rufe, deine Seele ist Gott wichtig. Gott hat dich erschaffen. Er kennt dich. Hier Jesus hat dich da gebetet. Er war hier Jesus, der dich gebetet hat. Und Heiliger Geist. Und er dich da angeatmet hat. Er war hier Jesus Christus. Er hockte in dir hinein, dass du den Heiligen Geist bekam. Wie er seine Jünger in Johannes Kapitel 20 Vers 22, gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er war der Heilige Geist da auch. Du, diese Odem, was du trägst von Gott. Gott möchte das Beste von dir. Aber als Adam gefallen ist, durch seine Ungehorsam, durch Sünde, ist Sünde, hast du auch Sünden, hast du eine gefallene Samen in dir. Du bist nicht mehr rein.
Du bist von Gott geschnitten. Und Gott möchte, dass du zurückkommst. Und dieses Zurückkommen zu Gott ist durch Jesus Christus. Kein anderer Weg. Darum sagt auch in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, dass es gibt keinen anderen Namen unter den Himmel, in dem wir gerettet werden können. Nur durch den Namen Jesus Christus. Er sagt, wenn du von ganzem Herzen Jesus glaubst und deinen Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, du wirst errettet. Jesus ist der Weg. Auch wenn du, egal welche Religion du bist, ich respektiere deine Religion, aber der einzige Weg zu Gott, egal wie eifrig du bist, egal wie religiös du bist, egal wie du tust, Gott zu gefallen, ein fleischlicher Mensch, ein Sünder kann Gott keine Gefallen tun. Nur wenn du Gott gefallen, nimm den Herr Jesus Christus an, sein Blut wird dich reinigen, dann kannst du, was auch immer du da tust, wer Gott, wenn Gott dich sieht, er wird das Blut Jesus, er wird dich reinsehen. Komm zu dem Herr Jesus Christus, er liebt dich. Egal wie Schwierigkeit, was du hast. Vielleicht denkst du, oh, du gehst Meditation, meditiere, dann kommst du zur Ruhe. Man kann kein Haus auf einem brockigen Fundament nicht bauen. Nein, irgendwann das Haus wird zusammenfallen. Er wird zusammenstürzen. So, genau wie du, wenn nur jemand ein Sünder ist, sagt er, sucht Frieden, er sucht, wo er meditiert, er sucht das, er mag Urlaub. Nein, man geht, egal wie viel man tief geht, man kommt nach Hause, dieses leere Vakuum, leeres Vakuum ist leer, wird immer noch bleiben. Weil der Herr Jesus fehlt, Gott, der dich da erschaffen hat, fehlt. Da ist leer, deine Seele ist leer. Und er sagt, er ruft dich. Komm zurück, er ruft dich. Gott so sehr die Welt geliebt, dich geliebt hat, er gab seinen angeborenen Sohn. Wenn du zurückkehrst, bekenne deine Sünde und kehr zurück. Er liebt dich. Gott verurteilt, er liebt dich als Mensch, aber deine Taten, was auch immer du tust, die Sünde, was du tust, ist eine sexuelle Perversion, was da ganz und gäbe jetzt ist. Die sagen, ja, es ist so geboren und nicht so geboren. Nein, ist eine Sünde. Diese Taten, Gott hasst es. Aber du, dich als Mensch, Jesus liebt dich, er für dich, für diese Tat, was du da, oder Taten, was du tust, ist dafür gestorben. Wenn du kommen würdest und das bekennst, Gott ist würdig, dir deine Sünde zu vergeben. Vielleicht denkst du, na, du gehst am Weg und du machst dann Ding, du kommst nicht voran, du denkst, du kommst voran. Du gehst am Weg. Du, genau wie man ein Kind, man kann kein Baby heute gebären und sagt, okay, du Kind, pass auf dich auf, das Kind wird sterben. Genau wie du. Du vor Gott, wir sind Kinder, Babys. Ohne ihn, wir sind verloren. Egal wie du meinst, oh, du hochstudiert bist, wie hochintelligent du bist, wie auf immer, was auch immer geschaffen, ich respektiere Gott, segne dich dafür. Aber ohne Gott bist du verloren. Du gehst gegen eine Wand, du kommst nicht voran. Wie ein Fass und ein Boden, was auch immer du tust, du machst so eine Kreise, du gibst rein, fällt raus. Du brauchst Herr Jesus Christus. Du brauchst das Leben von Jesus Christus, was er für dich am Kreuz tat, ist für dich, er liebt dich. Egal wie groß oder wie klein bist, egal wie schwer deine Taten sind, egal was das ist, auch wenn keiner weiß, Jesus, Gott weiß Bescheid. Er ruft dich. Das ist eine Ausrufe zu dir. Ja, meine Geschwister im Glauben, der Herr segne euch. Ich bete, dass der Heilige Geist euch begegnet. Ich bete, dass der Geist Gottes, der da dieses Video geleitet hat, mir gesagt hat, dieses Video zu machen und euch da begegnet und auch noch da offenbart über dieses Video in Jesu Namen. Ich bete auch, wenn jemand, der krank ist, da zuschauen wird. Ich bete, dass Feuer Gottes, dass heilende Macht und Kraft, Blut Jesu, die Heilung da bringt in Jesu Namen. Ich bete, wenn du besessen bist, da vielleicht geplagt bist von Dämonen oder von Angriffen oder Albträumen. Ich bete, dass da diese, wenn du da schaust, das Geist Gottes, Blut Jesu, da das Ganze, deine geistliche Träume da reinigt, dass du frei sein kannst, in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.